Es wird Sommer in Deutschland. Die Menschen zieht es auf die Straßen und in die Parks, zu Fuß und mit dem Rad. Zu den gebräuchlichen Klapprädern, Hollandrädern, Rennrädern und anderen gesellt sich seit kurzem eine weitere Spezies. Das Free-Floating-Leihrad. Erkennbar ist es an der kompakten Größe, dem robusten Körperbau und einem unübersehbaren Logo. Bislang sind Leihräder hauptsächlich in deutschen Großstädten zu finden. Dort versammeln sie sich zu großen Herden, um auf öffentlichen Plätzen invasionsartig auszuharren. In der öffentlichen Wahrnehmung gelten sie als träge. Oftmals stehen oder liegen sie ohne erkennbare Regung am Straßenrand. Das friedliebende Leihrad hat wenig natürliche Feinde. Zu den größten allerdings gehört der Passant. Ich hätte auch keine Lust, die dort aufzusammeln. Das sieht unordentlich aus. Das ist etwas schade. Ich meine, es ist ja eigentlich ein gutes Angebot. Weil mir das aufregt, wenn alle Meter so ein Radl da steht. Dass alle Meter so ein Radl dasteht, ist Geschäftsprinzip. Free-Floating wird es genannt, zu Deutsch ungebunden oder stationslos. Anstatt die Räder an Stationen vor Bahnhöfen oder Touristenattraktionen zu entleihen, kann der Nutzer oder die Nutzerin Free-Floating-Räder überall im Geschäftsgebiet fahren und nach der Fahrt wieder abstellen. Das Abstellen allerdings ist gar nicht so einfach, wenn man die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter beachten will. Parks, Grünflächen und Privatgelände sind tabu, ebenso das Anlehnen der Räder an Verkehrsschilder, Ampeln, Bäumen, Parkuhren, Parkautomaten und so weiter. Julia Boss ist Geschäftsführerin von Bike Mobility. Die Räder ihres Free-Floating-Unternehmens, nämlich die Türkisen mit dem gelben BYKE-Schriftzug, sind seit vergangenem Jahr im Einsatz. In Berlin, Frankfurt am Main und in einigen Orten im Ruhrgebiet. Julia Boss sieht das Prinzip der zufälligen Verteilung, also das Free-Floating-Prinzip, mit einem Problem konfrontiert. Zufällige Verteilung ist das Geschäftsprinzip, ganz genau das ist das, woran wir glauben, dass es nur so funktionieren kann, nämlich ohne Stationen. Das ist allerdings nicht immer zwingend damit verbunden, dass die Nutzer das Rad auch angemessen abstellen, sodass es niemanden stört. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht gut finden und was nicht die Idee der Sache ist. Und da müssen wir dann mit unseren Service-Teams tätig werden. Und wenn wir sehen, dass das in einer Stadt vermehrt der Fall ist, müssen wir eben das Service-Level erhöhen. Sich an einem herumstehenden Fahrrad zu stören, das klingt nach deutschem Ordnungsfanatismus. Tatsächlich hat mittlerweile jede große Tageszeitung von der angeblichen Vermüllung des Bürgersteigs berichtet. So viel mediale Präsenz für nicht sachgemäß abgestellte Fahrräder, da gibt's doch Schlimmeres im Leben. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Es gibt wahrscheinlich Schlimmeres im Leben, wobei das natürlich auch davon abhängt, auf welche Art und Weise das Fahrrad umgestürzt ist. Es ist natürlich auch eigentlich nicht Sinn der Sache, dass Unbeteiligte das Fahrrad aufheben. Das ist schon unsere Aufgabe. Wir sind natürlich sehr dankbar und finden das sehr gut, wenn jemand dann auch mal da Hand anlegt. Das ist ja zum Glück nirgendwo angebunden. Wenn ein Fahrrad so steht, dass es jemanden behindert, dann ist es natürlich total gerechtfertigt, dass sich darüber beschwert wird und dann müssen die auch tätig werden und kommen und das Fahrrad zur Seite stellen. Aber es sind eben, wie gesagt, Einzelfälle. Und die Art und Weise, wie sehr diese Gründe in der Presse präsent sind, spiegelt nicht die tatsächlichen Tatsachen wider in unseren Augen. Als hätte der Konflikt nicht schon genug mediale Präsenz, mischten sich auch Politiker in die Debatte ein und erklärten die umgestürzten Fahrräder zum Wahlkampfthema. Junge, dynamische Fahrradverleihsysteme machen das Radfahren attraktiv und bieten dem Autoverkehr langfristig sicherlich die Stirn. Manchen Lokalpolitikern ist das ein Dorn im Auge. Ich glaube, Autos und insbesondere Parkplätze sind in Deutschland ein sehr, sehr heikles Thema. Wenn wir mal den Kontakt haben und dann in den Dialog treten, dann merken wir, dass der Verlust von Parkplätzen sehr eng und sehr stark verknüpft wird mit dem Verlust von Wählerstimmen. Und damit sich das Leihrad neben dem geliebten Auto trotzdem im Straßenverkehr etablieren kann, plädiert Annika Mehnken vom Verkehrsclub Deutschland dafür, dass sich die Fahrradverleihanbieter, egal wer, mit der Kommune zusammensetzt und bespricht, wo kann man denn noch Fahrräder aufstellen. Weil wenn es dann solche Massenansammlungen sind, führt das halt einfach in der öffentlichen Wahrnehmung auch dazu, dass es negative Schlagzeilen nach sich zieht. Vielleicht dann auch der Vandalismus kommt. Und so eine Akzeptanz in der Bevölkerung ist ja sehr wichtig. Wir wollen ja keine negativen Schlagzeilen fürs Fahrrad.
wir machen alles, was wir tun, nur in Abstimmung mit der Stadt. Also wir würden nie in eine Stadt gehen und unsere Räder dort aufstellen, ohne vorher mit der Stadt gesprochen zu haben. Wir sind auch der Meinung, dass es nicht der Sache dienlich ist, wenn man die Räder einfach nur aufstellt, ohne die Kunden heranzuführen. Das heißt, wir machen Straßenpromotion und verteilen Flyer und sind da, wenn jemand Fragen hat, und erklären den Leuten, wie das Ganze einfach funktioniert. Dass man auch weniger elegant in den Markt einsteigen kann, hat im August 2017 ein Unternehmen aus Singapur gezeigt. In München verteilte das Startup O-Bike praktisch über Nacht 7000 grau-orange Leihräder in der Stadt, ohne Rücksprache mit der Kommune und sehr zum Ärger der Passanten. Kein schönes Bild für die Stadt, schaut scheiße aus. Mittlerweile hat O-Bike eingesehen, dass Leihrad-Konkurrenzkampf in Deutschland nicht darin besteht, möglichst präsent im Stadtbild zu sein, sondern die Kundschaft sensibel heranzuführen. 6.000 der damals 7.000 Leihräder hat O-Bike mittlerweile wieder abgezogen. Um eine höhere Akzeptanz für Leihräder zu erreichen, muss man einiges investieren. Unter anderem in gute Kundenberatung und in die Pflege der Fahrradflotte. Aber viel wichtiger wäre aber eigentlich, dass man mehr Platz für Fahrräder schafft. Eigentlich müsste die Stadt stadtplanerisch, verkehrsplanungstechnisch dafür sorgen, dass Abstellflächen für Fahrräder geschaffen werden, denn der Bedarf für die Nutzung von Leihrädern ist da. Wir sehen das. Unsere Räder sind sehr gut ausgelastet. Das wird sehr, sehr gut angenommen, wirklich von Tag 1 an, wenn wir die Räder aufstellen. Da müsste die Stadt halt eigentlich dafür sorgen, dass A, die Meinungsmache anders läuft, dass sie derartige Systeme unterstützt, anstatt dagegen zu arbeiten, und dann auch einfach Platz schafft, mehr Platz schafft für die Räder, sodass die Nutzer, wenn sie ihr Rad abstellen, auch gar nicht lange suchen müssen nach einem geeigneten Stellplatz, sondern dass eben wie Autoparkplätze, die auch in jeder Straße sind, vielleicht auch ein Fahrradabstellplatz in jeder Straße ist. Und um den Verkehr insgesamt fahrradfreundlicher zu gestalten, gibt es laut Annika Mienken auch mehrere Maßnahmen. Wichtig sei einerseits Tempo 30 einzuführen, wo immer es möglich ist, weil der Verkehr dadurch sicherer und leiser wird und weil Autofahrer bei langsamem Tempo schneller reagieren können. Des Weiteren braucht der Radverkehr wie auch der Fußverkehr ausreichend Platz. Sollte so angelegt sein, dass Gefahrenpunkte, also vor allem im Kreuzungsbereich passieren ja sehr viele Unfälle, dass die entschärft werden, also dass man da gute Sichtbarkeit hat. Also keine parkenden Autos im Kreuzungsbereich. Der Autofahrer braucht freie Sicht auf Fußgänger und Radfahrer. Es braucht aber neben einer Überzeugung vor allen Dingen ja das Gefühl, gerne Rad zu fahren, dass man sich sicher fühlt. Es nützt jetzt gar nichts zu sagen, der Radfahrer ist auf einem Radfahrstreifen im Verkehr sicher unterwegs. Also objektiv, wenn man sich die Unfallzahlen anguckt, sondern es geht um die subjektive Sicherheit. Also dass sich jeder wirklich gut fühlt und gerne aufs Rad steigt. Weil das ist einer der meisten Gründe, der mir persönlich auch immer genannt wird. Fahrradfahren ist mir zu gefährlich. Und solange das in der Diskussion und auch öffentlich die Unfallzahlen immer so stark kommentiert werden, glaube ich, ist das noch ein weiter Weg. Weil wer möchte denn schon sein Leben oder das Gefühl haben, sein Leben aufs Spiel zu setzen, selbst wenn es gar nicht so ist. Deutsche Städte sind noch nicht bereit, das Fahrrad als gleichberechtigte Alternative zum Auto zu etablieren. Da aber das Bewusstsein der Bevölkerung wächst für Fahrräder und damit auch für Leihräder, könnten die Zukunftswünsche von Annika Mienken und Julia Boss bald wahr werden. Weniger parkende Autos im Straßenbild. Also mehr Platz, mehr Ruhe, mehr bessere Luft. Mehr Fahrradstraßen, mehr Fahrradwege. Mehr spielende Kinder auf den Straßen. Hoffentlich. Und da bin ich zuversichtlich, der Vorrang der Radfahrer vor den Autofahrern. Das wäre so unsere Wunschvorstellung. Das Free-Floating-Leihrad muss seine Rolle im Ökosystem Stadt erst finden. Nimmt der Bestand überhand, könnte das Gleichgewicht der Arten gestört werden. Doch muss man der neuen Spezies Leihrad auch ihre Freiräume lassen, damit langfristig alle Bewohner des Lebensraums Stadt profitieren können.